Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Video ist das Frage- und Antwortspiel, was ich mit Wagner gespielt habe. Das Interview oder das Frage-Antwortspiel ist in einem Interview entstanden und zwar relativ spontan und relativ kurzfristig. Ich habe dann irgendwann gefragt, als wir so ganz viel gequatscht haben, so ey, wollen wir nicht mehr das Interview machen? Und dann mal, jo, machen wir. Bumm, haben die Kamera aufgestellt. Und dann ging es auch direkt los. Also wir haben uns eigentlich Ich teile dich ja nochmal, ich weiß auf, ja nicht. Ja, das, auf, ja. Das, auf das wollte ich gerade hinaus und ja. Erwarten Sie hier. Also wir haben uns eigentlich selbst beide ins kalte Wasser geschmissen. Ich hatte meine eure Fragen dabei. Lass uns starten. So. Und dann haben wir auch relativ fix angefangen. Wenn ihr euch ein bisschen wundert über das Layout oder das Hintergrund des ganzen Interview-Parts, ist Wagner selber gerade dabei, einen YouTube-Channel, sag ich mal, zu starten. Er hat sich ein Studio gebaut. Und da kam ich anscheinend genau zum richtigen Moment, zur richtigen Zeit da an mit meinen Fragen und mit meinem YouTube-Channel und mit der Community hier. Ziemlich cool. Dann sind wir im Prinzip beide zusammen ins kalte Wasser gesprungen mit Arschbombe vorab und ja, haben dann einfach geguckt, dass wir bestmöglichst das Ganze so durcharbeiten. Die Videos habe ich nicht großartig bearbeitet und geschnitten, weil ich euch keine Infos vorenthalten wollte. Sind wir mit den Antworten oder ist der Wagner oder hier ist Wagner mit den Antworten sehr gut in die Tiefe auch gegangen und hat auch ein bisschen ausgeholt oder weitreichend erklärt, was ich ja auch sehr cool fand. Also hier sind auf jeden Fall ist viel Gold enthalten für jemanden, der ein bisschen mehr wissen will. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Walter Wagner, der sich die Zeit genommen hat für uns, für mich, für die ganze Community und hat wirklich 2 Tage seine Firma stehen lassen, links liegen lassen für uns und hat sich wirklich 100% auf das Projekt hier konzentriert, was sehr cool ist. Und als Goodie hat er uns noch mit an die Hand gegeben ein kleines Goodie und zwar gibt es für die Erstbestellung auf den gesamten Warenkorb 10%, einen 10% Gutschein, den haben wir so genannt. Marc Monetti 10, das habe ich hier oben oder hier unten werde ich das mal einblenden, gilt auf seinem eigenen Shop, den er hat, der heißt oldieöl.de, wird auch hier unten eingeblendet und wenn ihr Produkte habt oder irgendwie das ganz interessant findet oder sowieso schon überlegt hat, die Produkte zu kaufen, dann hat er noch ein Goodie mit an die Hand gegeben, die 10% auf den Warenkorb. Was mich sehr freuen würde, ist, wenn ihr Anregungen bekommen habt, irgendwas gelernt habt oder dadurch neue Fragen entstanden sind, die ihr gerne beantwortet haben wollt, kommentiert gerne das Video. Ich liebe ja Kommentare, ich finde es immer super geil, eure Kommentare, eure Eindrücke, eure Erfahrungen zu lesen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Ganze hier mache. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr den Channel noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, wenn ihr findet, die Information war gut und ihr kennt jemanden, der ein bisschen mehr über Öl erfahren sollte, dann teilt auch gerne das Video, würde mich auch sehr freuen. Und wenn ihr dann noch Bock habt, gebt mir einen Daumen hoch. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß für das Video. Ich hoffe, das Intro war nicht so lang und ich verziehe mich jetzt. Also haut rein, Jungs. Peace. Genau. Das ist hier eine sehr lange Frage von dem Forum Motor Talk von Mike the Hoss. Er sagt, er verwendet selbst die Produkte, zweifelt aber die ganze Industrie an, warum es Additive gibt. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das vorlese oder nicht, oder ob wir das im Großen und Ganzen mitnehmen, aber eigentlich geht es so ein bisschen in die Richtung, er zweifelt an, ob das überhaupt gewollt ist, ob man das alles nicht hätte besser machen können. Und er hinterfragt eigentlich den ganzen Hintergrund, warum man Additive nicht direkt reinnimmt, oder? Wie eine Fliege, ne? Ja, das kann sein, dass sie jetzt hier mit viel Licht sich nachts raustrauen. Ja. Ja, also er fragt hinterfragt ein bisschen so den Hintergrund. Also er bringt ein Beispiel, was soll der Unsinn mit so kurzen Intervallen? Irgendwie dann Flugzeugtriebwerke fahren ja auch nicht alle 10.000 Kilometer zum Ölwechsel. Da geht es ja auch mit dem Öl und der Schmierung und irgendwie so in die Richtung. Aber er benutzt selbst solche Produkte. Also ich finde es ziemlich interessant, aber... Ja, cool. Sag mal kurzum, wir haben diese ganze Thematik, hatten wir schon aufgerollt. Er bezweifelt die Szene. Ne? Der Punkt ist einfach der, die Mineralwirtschaft, die Fahrzeugwirtschaft ist nicht gewollt, das Maximum zu liefern. Ja. Deswegen gibt es uns, im Nischenbereich, dort wo wir eben in die Nische reingehen und letztendlich der Kunde, der darauf
angesprochen fühlen, dann auch die Effekte haben will, weil wir können die Effekte auch nachweisen. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier wie Hokuspokus oder eine Hexenküche haben, sondern letztendlich alle Effekte, die wir beschreiben oder auch die positiven Effekte, die wir beschreiben, wir auch schon mal gemessen haben. Ja. In verschiedensten Tests. Ja. Das heißt, wir können heute ganz klar sagen, dass wir eben mit diesen Produkten eine Effizienzsteigerung bekommen oder Verschleißreduzierung bekommen oder Geräuschminderung bekommen. Ja. Und jeder, der das haben will, kann sich ja bedienen an den Produkten. Ja, es ist ja nicht ausgeschlossen, wir sind ja da. Ja. Und wir sind ja nicht erst gestern da, sondern wir sind schon über 25 Jahre hier. Und deswegen wächst auch unsere Familie, ja, also unsere Kundenfamilie, möchte ich mal sagen, die sagen, ja, okay, wir setzen dieses Produkt ein, um letztendlich positive Effekte zu nutzen. Ja. Ja. Sondern die Kunden, die das eingesetzt haben und nie mehr wieder kommen, weiß ich, ist auch die Motivation für mich, ja, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, ja, die Kunden sagen, ja, Herr Wagner, das Ding hat das und das gebracht, ja, wie zum Beispiel eine Schleißreduzierung, mein Motor läuft ruhiger, ich habe einen Kraftstoffverbrauch und so weiter. Das sind eben die Effekte, die mir die Kunden wieder mitteilen als Feedback, ja, und mich motiviert, hier weiterzumachen. Genau. Okay, ja, also ich fand das jetzt so großwürdig, dass es nicht irgendwie mit aufzählen, das Ganze hier, weil es ein, kann ja schauen. Ja. Das ist fast eine Seite Text. Ja. Das geben wir mal. Genau, dann, das war, was ich vorhin angesprochen hatte. Ich habe mir ein, also was gekauft und habe nichts gemerkt und habe genau 10% reingekippt. Das war das Mikrokeramik. Wenn sich irgendwas ändert, werde ich darüber berichten. Und dann war meine Frage, muss eine Veränderung wahrnehmbar sein? Aber das haben wir schon so weit durch. Also, sag mal, jeder, der jetzt eine Geräuschminderung, sag mal, eine Geräuschminderung von 3 Dezibel unter Last im Motorraum, also direkt am Motor gemessen, kann ich hören. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich unter Fahrgeräusche, Windgeräusche im Fahrzeug das alles registrieren kann. Ja, subjektiv. Also, das heißt, für unser Gehör nicht mehr. Aber wenn ich messen gehe, Also das dann auf jeden Fall, ja. Das war jetzt auch die Kurzfassung von der Frage. Also das haben wir auch schon diskutiert. Genau. Genau, dann habe ich eigentlich noch selber ein paar Fragen noch. Ja. Nochmal eine Seite. Okay. Nee, zwei Seiten. Zwei Seiten. Da können wir mal gucken, ob wir das hier noch alles durchkriegen. Ich weiß auch hier nicht, ob das überhaupt den Rahmen hier sprengt. Also ich habe auch Material mitgebracht, was mich interessiert. Ein paar Sachen haben wir wahrscheinlich jetzt schon mit abgehandelt und abgefrühstückt, andere glaube ich noch nicht. Ja, wir können gerne drauf los. Ja. Gucken wir mal, wie wir weitermachen. Das ist, glaube ich, querbeet. Es geht einmal um Öl, um Additive, um die Keramik auch im Speziellen, dann mit Freigaben und Ölviskositäten, also eigentlich alles, was wir irgendwie schon mal angeschnitten haben, glaube ich. Aber ich trage einfach mal vor. Also ich habe... es gibt ja Öle, die sind mineralisch, teilsynthetisch und vollsynthetisch. Und da weiß ich gar nicht so genau jetzt, was die Unterschiede sind und oder was sind die Unterschiede oder wie kann man sie ein bisschen erklären? Die Unterschiede, wenn ich jetzt ein mineralbasiertes Öl habe, habe ich eben ein Erdölprodukt. Ne? Habe ich ein teilsynthetisches Produkt, dann habe ich entweder ein Hydrocrack, also aus Erdöl zerlegt ist und wieder neu zusammengebaut ist, oder ich habe ein reines Synthesen, indem ich zum Beispiel ein Polyalpha-Olefin nehme oder ein Ester nehme. Ja? Und von letzteren spricht man von vollsynthetischen Ölen. Ja? Ja, also von Estern. Genau, oder Polyalpha-Olefin. Ja. Und diese Öle haben natürlich jetzt wieder Vor- und Nachteile. Ja? Ja. Wobei die Vorteile überwiegen, wie zum Beispiel Temperaturbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Viskositätsindex, Viskositätsspreizung, wie zum Beispiel bei 40 Grad, bei 100 Grad, dann höhere Temperaturstabilität, dann höhere Scherkräfte und so weiter. Ja. Okay. Das sind natürlich sehr viele Vorteile, die überragen. Die muss ich natürlich auch bezahlen gehen. Klar. Ja. Und letztendlich ist es so, dass wir auch ein Mineralöl mit entsprechenden Additiven so weit bringen können, dass sie sehr gute Performance bringt. Ja, ja, okay. Gar keine Frage. Wobei natürlich der Trend jetzt schon bei, weiß ich mal, Vollsynthetischen in Richtung Polyalpha-Olefin geht. Ester sind so die Auswüchse, die jetzt zum Beispiel die Spezialhersteller machen, die ich schon mal genannt hatten. Und
letztendlich hängt es davon ab, es hängt sehr viele Parameter davon ab, wie, wo, was will ich, welchen Einsatzzweck habe ich, habe ich ja. Benzin, habe ich einen Diesel, welche Temperaturen fahre ich, welche Gleitgeschwindigkeiten habe ich und so weiter und so fort. Das ist natürlich jetzt ein sehr großes Thema, was jetzt innerhalb von ein paar wenigen Sätzen nicht beantwortet werden kann. Ja, ja, ja. Letztendlich haben wir so mal die verschiedenen Einsatzzwecke, wo ich welches Öl einsetzen wollte, schon besprochen. Ja. Und der Punkt ist einfach der, das Additivpaket meiner Meinung nach ist entscheidend für die Performance. Ja. Ja. Also man kriegt auch ein Mineralöl auf ähnliche Performance-Levels wie ein Vollsyntheseöl. Wenn ich bestimmte Parameter wie zum Beispiel Verschleißschutz und so weiter anschaue, ne, Reibungskoeffizient und so weiter, bringe ich auch hin. Ja. Der entscheidende Vorteil eben bei einem vollsynthetischen Öl ist, dass es sehr alterungsstabil ist, ja, gegenüber, aber auch sehr, sehr hohe Scherkräfte aufnehmen kann, ja, sehr hochtemperaturstabil ist, auch bei sehr hohen Temperaturbelastungen. Wir haben schon, sagen wir mal, 140 Grad Öltemperatur, die kann ich schon mal eine Stunde haben, wenn die Autobahn frei ist und ich bewege mich mit 200 durch, ne, nachts zum Beispiel, gar keine Frage, dann muss das Öl es abkönnen. Ja. Zum Beispiel. Okay. Ja, habe ich schon hinter mir. Ja, super. Ja. Das gibt 5 Stunden YouTube. Ja, das werden wahrscheinlich echt mehrere Teile. Mal schauen, wie wir das zusammenfassen. Ja, das haben wir schon mit den Ford-Vorgaben. Ich weiß nicht, das haben wir auch schon diskutiert. Haben wir das familiär mittlerweile den Überblick, ob wir das schon hier oder wo. Darf ich mal lesen? Ich habe die Frage. Ja, klar, das sind auch alle noch neu. Also einmal war das hier mit dem. Ich weiß nicht, ob ich das doppelt drin habe. Würde interessieren, wie man Öl wählt. Das kann ich mal vorlesen. Ja, die selbst sieht es besser an. So, wie mich interessieren ist, wie man ein Öl wählt, also auswählt. Ne? Ja, auswählt, ja. Wenn man eine höhere Viskosität als vorgeschrieben fahren möchte und es dafür dass es von keinem Hersteller ein Öl gibt, welches die herstellerspezifischen Vorgaben erfüllt. Alle vorgegebenen Spezifikationen stimmen nur der herstellerbezogenen Teil nicht. Zum Beispiel Ford. Vorgeschrieben ist ein 5W30. Für die häufigen Rennsteinbetriebe ist nicht die optimale Lösung. Habe aber bis jetzt kein Öl, beispielsweise 0W40, 5W40, 10W40 gefunden, welches die Ford-Vorgaben erfüllt. Wie sollte man dann die Wahl eines Öles herangehen? Das ist natürlich eine sehr, sehr spezielle Sache. Ja. Also wie im Prinzip, wenn ich jetzt sagen würde, ich will ein 10W60 fahren, aber ich habe keine Vorgabe. Ja, ich habe keine Vorgabe, aber was kann man machen? Oder was kann ich mir da reinmachen? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ne? Also, sag mal, es gibt ja wenige Hersteller, die 10W60 zum Beispiel machen. Castrol zum Beispiel macht 10W60, weiß aber nicht, inwieweit die BMW-Freigaben drauf sind. Ja. Das weiß ich nicht. Ja. Die habe ich noch irgendwo aus dem Forum auch noch gezogen, aber das ist auch eine Sache, die mich interessiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt ein 10W60 haben, so, weil ich viel Autobahn fahre und auch gern Hakengas gebe, und was ist denn, wie gehe ich denn an die Sache ran? Also das ist ja wirklich eine Frage, die sich einigen Leuten stellen. Wenn die Freigaben und Spezifikationen gar nicht gegeben sind. Dann müsste ich mich an den Datenblättern orientieren, sofern sie vorhanden sind. Ne? Ja. Dass ich mir mal schaue, welches Additivpakete. Also Additivpakete werde ich nicht sehen, sondern ich werde nur sehen, welche Viskositätsindex habe ich, welche Sulfatasche-Gehalt habe ich zum Beispiel, dass ich mich dort orientiere. Ja. Grundsätzlich spricht jetzt meiner Meinung nach nichts dagegen. Also mal, die Freigaben sind ja nur zertifizierte, also nur einmal geprüft, auf diese Vorgaben, und das ist dann erfüllt. Ja. Ja. Das heißt aber in dem Fall, dass zum Beispiel 10W60er Öl mit dem Additivpaket oder auch mit diesem, das sieht man schon am Sulfataschegehalt, wenn es angegeben ist, dass dieses Öl auch diese Performance hat und eingesetzt werden kann. Warum nicht? Ja, okay. Also so sehe ich das. Wenn man sich mal kurz, die ausgelagerte Frage doch sehr weit greift, in ein paar Sätzen zusammenbringen. Ja, okay. Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, wo man jetzt hier speziell ein Ausschlussverfahren
hernehmen kann. Ich muss mir letztendlich ein Bild drüber machen, ich muss mir die Datenblätter anschauen und sich im Klaren sein, wo steckt jetzt mein, sagen wir mal, die Parameter, wo sind meine Parameter, die ich brauche. Ja. In welchen Parametern müsste man sich dann orientieren? Also war das jetzt Viskosität? Das ist Viskosität, Viskositätsindex. Ja. Und dann eben auch, sofern die Vorgaben da sind, einfach mal zu schauen, welchen welchen Archivpaketen sie arbeiten. Das kann man sehr schön sehen, eben so Fahrtasche hier halt. Ja. Ja, okay. Für die entsprechende Anwendung. Ja. Natürlich wird das zweigeteilt, wir haben ja, genau. Das ist dann jetzt so pauschal nicht erklärbar. Ne? Ja. Ja, das ist echt schwer. Oder beantwortbar. Ja. Ja, das merke ich auch. Ja. Das war so ein bisschen so die Richtung, die es ging. Genau. Also das ist noch eine Frage, ich weiß aber nicht, von wem die ist oder woher die ist, aber die habe ich noch irgendwie hier mit drin. Noch eine Ölfrage, wenn ich viel Kurzstrecke fahre, kann man dann sagen, dass es besser ist, einen 5W40 zu fahren als ein 0W40, weil das 0W40 ausdünnt und dann vielleicht nur noch ein 0W30 ist oder so. Ich fahre 0W40 und viel Kurzstrecke, zudem ist es ein N55 Motor, also direkt als Spritzer Turbo aufgeladen. Hm. So, wir haben natürlich bei Kurzstreckenbetrieb, gehen wir davon aus, dass wir höheren Kraftstoffeintrag haben. Ne? Also wenn der Motor nicht warm ist, dann würden wir einen höheren Kraftstoffeintrag haben. Ja. Das heißt, auch wenn das Öl nie warm gefahren wird, wird auch der Kraftstoff nie rausverdunsten. Das heißt, die Kraftstoffmenge kann das Öl verdünnen. Ja. Und deswegen, sagen wir mal, die Frage, wenn jetzt er nur Kurzstrecke fährt, wäre es natürlich jetzt einerseits sinnvoller, dass er niedrige Viskosis Öl fährt, um eben eine bessere Durchölung zu haben. Ja. Andererseits ist es so, dass wenn ein Kraftstoffeintrag da ist, natürlich das Öl noch weiter verdünnt wird. Also müsste man also in der Form, in die andere Richtung arbeiten. Ja. Das ist also so schwierig zu beantworten. Ja. Also grundsätzlich, wenn wir den Kraftstoffeintrag mal außen vor lassen, sagen wir niedrig viskoses Öl. Ja. Dass man auf 0,30er geht, sowas. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ich denke, das ist soweit. Ganz klar. Aber wenn er dann doch auf die Bahn will, dann ist doch 0,30er wieder eine Schnelle. Richtig, ja. Genau. Das ist natürlich jetzt so eine, es gibt halt kein Öl für alles, ne? Das ist einfach nicht möglich. Ja. Genau, dann habe ich noch eine Frage, und zwar auch das BMW-Bordbuch weist darauf hin, dass ich keine Additive verwenden soll. So, also kann man Additive verwenden, wenn auch das Bordbuch sagt, dass du keine verwenden sollst? Ja, jetzt haben wir wieder den großen Begriff Additive. Also ich finde das letztendlich Gegenfrage, würde ich jetzt stellen. Ja. Sagen wir, würden Sie Motoröl ohne Additive fahren? Nein. Also, ist die Frage beantwortet. Ja. Also vielleicht meinen die, also ich gehe mal davon aus, dass extra Additivzusatzpakete, die man separat einfüllt, meint, aber eigentlich denke ich ja. Es ist natürlich jetzt schon so. Ja. Einerseits muss ich sagen mal dem Satz im Handbuch mal kurz erklären. Es hat natürlich in der Vergangenheit in viele Jahre, sagen wir mal, Zusatzschmierstoffe oder Additive natürlich auch unseriöse Firmen gegeben, muss man ganz klar so sagen. Und mittlerweile hat sich der Markt auch bereinigt. Also ich glaube nicht, dass jetzt noch sehr viele unseriöse Firmen sich auf diesen Markt bewegen oder auch bewegen, auch standhalten können. Ja. Das heißt, die Produkte, die angeboten werden, die haben schon entsprechende Eigenschaften und die werden auch jetzt zu keinen Schäden führen. Ja. Okay. Und deswegen würde ich sagen mal den Satz außen vor lassen, Additive einfüllen, das ist jetzt eine Schutzbehauptung von BMW, die sagt, okay, komm, wir lassen uns mal diese Additive weg, weil sie dann doch vielleicht die Ölqualität verändern oder so, wir schieben das von uns. Ja. Ja. Das wollen sie mit dieser Aussage erreichen. Ja, vielleicht auch um Garantieansprüchen anders entgegenzuwirken. Genau. Und dann, wenn einer sagt, habe ich ja dann selber Schuld, dann haben wir das dann fein raus und richtig. Sowas. Okay, also genau, richtig. Genau, dann habe ich selber mal einfach Fragen rausgeschrieben. Wie genau wirkt das Mikrokeramik? Das haben wir ja beantwortet. Genau, wie es wirkt, wie verhält es sich im Öl? Neutral. Einfach, okay. Das heißt, wir haben ja durch verschiedene Gutachten oder Langzeitgutachten auch gebrauchte Proben gezogen. Ja. Ja. Das heißt, wir vergleichen zum Beispiel jetzt die Frischölprobe mit der Frischölprobe mit Additiv
und dann die Gebrauchtölprobe mit Additiv. Ja. Ja. Und dort sehen wir eben ganz klar, dass Additiv, dass man das Additiv immer weiß, in welche Richtung das geht, also die chemische Additivpaket messbar ist, also sichtbar ist. Ja. Ja. Wobei aber, die Inhaltsstoffe, zum Beispiel wie Schwefel oder auch Zink, noch in den älteren Formulierungen oder Phosphor, natürlich von bis sein kann. Ne? Und da macht jeder Hersteller seine eigene, ich würde mal sagen, seinen eigenen Fußabdruck hat er drin. Ne? Ja. Ich kann heute, sagen wir, aus Erfahrung sehen, wenn es ein Mobilöl ist, oder ich kann sehen, wann es ein Modulöl ist, ja. Oder ein Produkt von Shell, ja, das kann ich sehen, weil jeder, sagen wir, Firma seine eigene Philosophie an Formulierung hat und mittlerweile hier seinen Fußabdruck reinsetzt. Okay. Ja? Ja. Also ich kann das sehen. Und wenn man jetzt nicht hundertprozentig weiß, kann man auch ein Additiv, zum Beispiel bei uns, das nicht feststellen, ob es drin ist oder nicht. Ja? Nur durch eine empirische Untersuchung, indem ich jetzt Frischöl nehme, Frischöl mit Additiv und dann eventuell eine Gebrauchsölprobe. Ja? Dann werde ich feststellen, ja, das Additiv hat in die Richtung. Ich muss auch wissen, natürlich jetzt auch das Additiv untersuchen, in welche Richtung es eigentlich geht. Ja, ja. Okay. So, das zum Schluss, um die Frage zu beantworten, ne, wie verhält sich das Öl? Das Öl verhält sich in dem Fall neutral, es gibt keine negativen Eigenschaften. Ja. Auch der Festkörper bringt keine negativen Eigenschaften. Ja. Im Gegenteil, wir haben das Langzeitgutachten gemacht mit 40.000 Kilometern. Dort haben wir mit dem Keramikzusatz, also die 20.000 Kilometer, die wir mit dem Keramikzusatz gefahren haben, niedrigen Eisenabriebswerte im Öl gefunden, wie ohne. Ja. Also zeigt es, dass der Festkörper Keramik keinen negativen Einfluss oder abrasiven Einfluss auf Metalle hätte. Ja. Dass wir dort nur den Verschleiß eher produzieren als vermindern. Ja. Okay. Und somit kann die Frage abschließend beantwortet werden, indem wir sagen, okay, das Ding hält sich neutral und gibt keinen negativen Effekte oder Beigeschmack. Ja. Ändert sich der Viskositätsindex? Minimal. Okay. Genau, da hat Gebe schon gefragt, bleiben Rückstände im Ölfilter zurück? Das haben wir ja beantwortet. Ja. Da habe ich gerade gefragt, wie wirkt sich das Additiv auf die Viskosität aus? Wieso wird das Additiv nicht direkt im Öl hinzugefügt? Das haben wir auch. Das ist auch schon beantwortet, weil es ja nicht gewollt ist. Genau, ja. Wie wurde das Additiv entwickelt? Ja gut, das ist jetzt ein langer Prozess. Ja. Das geht jetzt, ich bin in der Branche jetzt tätig oder selbstständig seit 25 Jahren. Und man hat heute durch die, sagen wir, gekauften Additive, Pakete, die man Öl beimischt, und die Beimischdosierungen, weiß man heute, dass man zum Beispiel jetzt ein Schwefelphosphoradditiv kann ich x Prozent formulieren. Ich kann aber auch Y% formulieren, also höher formulieren. Ja. Ja. Und somit eine höhere Performance rausholen, ja, ohne dass es einen negativen Effekt bekommt. Und letztendlich ist es wiederum bewusst, wenn man das jetzt mal, was wir schon besprochen hatten, die Mineralindustrie und die Fahrzeugindustrie hat eben gar kein Interesse, höhere Qualität hier reinzubringen. Dann ist die zweite Frage, höhere Formulierung Additiven ist natürlich auch eine Kostenfrage. Mhm. Und um wieder marktgerecht oder preiskonform zu produzieren, wird natürlich in allen Richtungen optimiert, ja, nach unten optimiert an der Qualität. Ja. Ja. Und somit ergibt sich eben ein Produkt am Markt, was optimierungsbedürftig ist. Ja. Ja. Und das ist eigentlich der Ursprung, wie wurden sie entwickelt, letztendlich aus dieser Branche heraus, aus der Erfahrung heraus. Wurden eben Additive, komplexe Additive, Pakete weiter optimiert und wir setzen die jetzt ein und optimieren letztendlich hier das bestehende Additivpaket im Öl, optimieren wir, geben nochmal eins drauf, um die Performance, um eine höhere Performance rauszuholen. Ja. Was wir auch nachweislich dann auch können, mit Leistungssteigerung und alles, was wir schon hier an verschiedenen Messberichten dann eben gemessen haben. Ja. Wo war da genau der Ursprung? Also wo du angefangen hast oder was war die Idee überhaupt? Die Idee. Ich komme aus dem Maschinenbau. Ja. Und das war in den Ende der 80er Jahre. Ich habe einen Betrieb gearbeitet, wo wir sehr viel Verschleiß hatten. Hm. Extreme Bewegungen, extremen Verschleiß. Und dort war es so, dass wir dann begonnen haben, eine Additive einzusetzen. Um zum Beispiel, in dem Fall ging es um Molybdän-Disulfid damals, ja. Ja.
Additive einzusetzen und tatsächlich, es gab dort merkliche Verbesserungen, was Verschleißreduzierung betraf, Geräuschminderung, ja. Energieeinsparung, zum Beispiel in einem Getriebemotor, mhm. gab es deutliche Verbesserungen. Dann haben wir überlegt, wo können wir das noch überall einsetzen? Und dann so kam ich letztendlich zu der Tatsache, dass Additive hier Effekte bringen. Ja. Ja. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, sowas mal selber zu vermarkten oder auch weiterzubringen im Betrieb. Und letztendlich habe ich begonnen vor 25 Jahren, indem ich ein Spezialprodukt jetzt mal so in der Tuning-Szene, zum Beispiel auf den Opel-Treffen oder auf so einem Fahrzeugtreffen mal vorzustellen. Ja. Mit einem großen Erfolg, muss ich sagen, bis okay. zum heutigen Tag. Ne? Mittlerweile beliefern wir sehr viele Weltkonzerne mit unseren Produkten. Ja. Und es steht noch sehr viel offen. Also es sind ja. noch sehr viele unbearbeitete Märkte da, die man hier mit noch bedienen können. Natürlich auch sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben mhm. kann, was wir jetzt auch hier auch mit, ja. letztendlich jetzt auch hier mal machen, um mal ein bisschen in die Hintergründe zu beleuchten, so dass eben der Kunde aufgeklärt wird, welche Möglichkeiten es da sind, ja. welche Möglichkeiten machbar sind, ja, um somit eben für sich das Beste rauszuholen. Ja, ja. ja. So ist es entstanden. Ne? Ja, mich interessiert wirklich ein bisschen so der Hintergrund. Bist du denn wirklich damals mit der Idee im Gepäck und mit dem Produkt Klinkenputzen gewesen? Ja, oder? Ja, definitiv. Ne? Der Punkt war da, dass ich begonnen habe, also nicht jetzt, die Fahrzeugtreffen waren nur so ein kleines Hobby. Ja. Ich habe dann mich mal mit meinen Kollegen geschlossen, auch zum Beispiel mit im Großraum Stuttgart, habe ich dort sehr interessante Betriebe ja. besucht, ne? ja. auch Autozulieferbetriebe, wo wir das vorgestellt haben. Und da gehört zum Beispiel Traube Index zu, Decklinmau, also große Werkzeugmaschinenhersteller. Mhm. Die Produkte dann eingesetzt haben, dann auch Erfolge und somit habe ich die Motivation bekommen, ja. hier noch weiter zu machen. Ja. Bis wir dann letztendlich 94 die GmbH und Co. gegründet haben ja. und die bis zum heutigen Tag eben aktiv ist. Ja, ja, ja. ja. Also die Geschichte geht schon, sagen wir mal, Ende der 80er Jahre, ne? ging das los. Genau, so wie es aussieht, habt ihr es jetzt bis zum Ende des Videos geschafft. Ich glaube, das war auch eine harte Kur, aber ich glaube, ich hoffentlich auch für euch sehr unterhaltsam. Nochmal für alle, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Channel liked, abonniert oder teilt. Aber auch wirklich immer kommentieren, was für Erfahrungen ihr gesammelt habt. Wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dann nutzen wir mal den Hashtag dran geblieben. Haut das einfach mal raus. Ich würde mich interessieren, wer wirklich bis zum Ende durchgehalten hat und wer Bock hatte oder wer was gelernt hat. Kann sagen, ich bin schlauer geworden oder sowas. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn das Ganze ein bisschen Reichweite kriegt. Ansonsten warten noch sehr viele Videos auf euch. Ja, ich höre auf zu quatschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommentiert gerne, lasst mich das wissen, ob es cool wäre oder nicht. Und dann bis bald im nächsten Video. Haut rein, Jungs. Peace.